Hallo, liebe Freunde des gepflegten Rasenschaches, hallo, liebe Zuschauer, zu einem kurzen Einwurf zu unserer Karriere, bevor es richtig losgeht. Ich habe eure Anmerkungen gesammelt und der Mr. Venom, ich leg direkt los, der Mr. Venom hatte vorgeschlagen, den Lukas Podolski zu verpflichten. Den habe ich jetzt mal aufgerufen hier in unserem SWOS Database Finder. Ja, der spielt bei Arsenal, das wissen wir alle, ist von den Werten her gar nicht so schlecht, also der ist sogar richtig gut, möchte ich mal sagen. Nur, ihr seht das an diesem Wert, mein lieber Herr Gesangsverein, 3,5 Millionen wollen die für den haben. Ja, ist momentan nicht drin, würde ich mal sagen. Wir haben ja nur knapp 5 Millionen Pfund. Aber Podolski, sicherlich können wir den mal im Hinterkopf behalten. So, dann möchtet ihr, dass wir... Na, du sollst den finden da, den Santana auf die Transferliste setzen. Hier haben wir ihn. 1,3 Millionen ist er wert. Von den Werten her, ja. Heading und Tackling ist für einen Verteidiger gar nicht mal so übel. Aber, wenn ihr es wollt, setzen wir den auf Transferliste. Wir könnten ihn auch eintauschen. Also wir könnten jetzt hingehen zum Beispiel und sagen, hier Lukas Podolski plus 2 Millionen plus Philippe Santana. Das könnten wir auch machen. Mein Vorschlag ist es aber, dass wir den Santana jetzt erstmal auf Transferliste setzen und den dann auch dort belassen, bis wir ein vernünftiges Angebot bekommen. Denn solange kann er noch bei uns im Kader verbleiben. Und es kann ja durchaus mal sein, dass ein Verteidiger ausfällt oder irgendein Spieler. Wer zum Beispiel heute das Vorspiel gesehen hat, von heute Morgen, Dortmund gegen Bayern, da hat sich der Götze verletzt. Und ja, wie gesagt, wunderbares Beispiel, wie schnell sowas gehen kann. Also Philippe Santana setzen wir auf die Transferliste. Dann mein Vorschlag, den Son heißt er, vom HSV. Oh, vom HSV, da gibt es wohl ein paar mehr, die Son heißen. Gut, dann müssen wir jetzt mal nach dem Hamburger SV hier suchen, in dieser kleinen, kurzen Liste. Hacken meine ich nicht. Genau, hier, Hamburger SV. So, wo ist er? Genau, ich meine den Jüngmin Son. Der ist mit 1,3 Millionen relativ günstig. Hat Finishing 6, das ist sehr gut, aber natürlich nicht Weltklasse, wie zum Beispiel unser Lewandowski, der hat, glaube ich, Finishing 7. Und vom Passen her ist er auch nicht so gut. Aber den sollten wir auch mal im Hinterkopf behalten. Mit 1,3 Millionen ist der relativ günstig. Was noch? Ja, dann haben wir jetzt das Spielsystem 4-4-2 ausprobiert im Vorspiel von heute Morgen. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, bis auf den einen Torschuss von Gomez, der leider drin war. Haben wir die Bayern im Griff gehabt und auch da würde ich vorschlagen, dass wir mit dem 4-4-2 anfangen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Den Son behalten wir im Hinterkopf, den Podolski behalten wir ebenfalls im Hinterkopf und den Santana setzen wir auf Transferliste und von der Taktik her gegen die Bayern am ersten Spieltag versuchen wir es mit einem 4-4-2. Da können wir dann ja immer noch umstellen. Ja, soweit soll es dann erstmal von mir gewesen sein. Die nächste Folge, die ihr dann von mir seht, ist dann wirklich die Folge Nummer 1, wo wir dann die ersten drei Spieltage gegen Bayern, Frankfurt und Fürth spielen. Bis dahin, Rodeo, bleibt mir gewogen, bis dann, ciao.